Hallihallo, Hallöle. Ja, heute gibt es sozusagen einen kleinen Sondervlog. Und zwar, also ihr seht, es ist jetzt gerade taghell, aber ich habe gestern ganz, ganz viele Nachtaufnahmen gemacht, weil hier gestern mal wieder Elektrizität ohne Ende war. Es war total faszinierend. Blitze im Sekundentakt. Ohne Donner, ohne Regen, also ich habe einfach nur die Kamera rausgestellt und habe auf den Knopf gedrückt und gehofft, dass ich die Blitze fotografieren kann. Ich habe auch ein paar Videos gedreht, weil ich es so unglaublich faszinierend finde, was hier an Naturschauspiel geboten war. Genau, vorab ein paar Infos, was passiert da? Also wir haben es natürlich tagsüber gut warm hier, das heißt wir haben so Temperaturen 26 bis 29 Grad. Dadurch haben wir natürlich unterschiedliche Temperaturen auch. Wir haben irgendwie die Bäge, wir haben die Temperatur, die unten ist. Und das führt dazu, warum auch immer, ich bin keine Physiklehrerin, lag mir noch nie, aber das führt irgendwie dazu, dass die ganze Atmosphäre sich hier aufgeladen hat. Und dann vermehrt bei den beiden Vulkanen, ich zeige jetzt darüber, ja, ich meine Pacaya und ich meine Agua, vermehrt da die Wolken hängen und keine Ahnung, unterschiedliche Temperaturen vorherrschen. Ringsrum ist es dann für gewöhnlich nicht bewölkt, was dazu führt, dass man das ganze Phänomen natürlich super beobachten kann. Einen kleinen Wermutstropfen hat es. Immer wenn dieses Phänomen hier auftaucht, bedeutet das, dass es irgendwo ganz, ganz, ganz gehörig runtermacht. Und für gewöhnlich ist es dann irgendwo Escuintla hinten raus oder halt Richtung Fuego oder an der Pazifikküste. Richtung Fuego ist meistens einhergehend mit Laharen, die dann runterkommen, weil Fuego ist ja dauernd aktiv. Das heißt, es kommen diese Schlammlawinen mit Lavamasse runter und dann führt es im schlimmsten Fall zu Katastrophen, im weniger schlimmen Fall einfach nur zu Schlammlawinen, die da runterkommen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz total faszinierend und genau das möchte ich euch heute zeigen. Bilder, Bilder, Bilder und ganz viele Videos. Eins noch, es ist kein einziges Video im Zeitraffer. Also mir ist klar, dass es so aussieht, als würde ich das Video im Zeitraffer, hätte ich das Video in den Zeitraffer gestellt und da drüber laufen lassen, aber es ist definitiv nicht der Fall. Die Blitze passieren genau in der Geschwindigkeit, in der ihr sie auch im Video sehen könnt. Habt viel Spaß!